Lieben, lass uns gerne mal über ein Thema sprechen, wie sich Dubai bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate verändern, was hier alles passiert. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, falls du hierhin auswandern möchtest, falls du hier auch schon lebst, lass mich bitte wirklich sehr, sehr gerne deine Meinung in den Kommentaren mal wissen. Es geht mir nicht darum, hier Kommentare zu sammeln für den Algo, sondern ich will wirklich mal wissen, wie sowas auf die Menschen wirkt, vor allem auch die Einwohner mehr oder weniger, weil eine große Sache, die hier passiert ist, dass zum einen das Casino, das ist schon bestätigt, nach Ras Al Khaimah, oder ich glaube, es wird auch schon Ras Al Khaimah kommt. Das ist ein Nachbaremirat, was hier circa, je nachdem von wo aus du aus Dubai losfährst, vielleicht so 60, 70, 80 Minuten Fahrt benötigt. Also durchaus sehr, sehr nah, aber Ras Al Khaimah ist jetzt wirklich noch nicht so richtig so krass ausgebaut. Du hast da ein paar geile Hotels, ja, diese hochklassigen Hotels, die hast du dann da an der Waterfront, dann hast du auch immer die Privatstrände. Ist ganz geil, aber wenn du halt dahin fährst, dann merkst du schon, es ist ein bisschen grüner, es ist ein bisschen mehr Natur in Anführungsstrichen, aber da geht halt nicht viel ab. Du fährst dann da teilweise durch die Straßen, wo es halt sehr stark nach Wüste aussieht und du dann immer so diese kleinen, wie so diese Hinterhofsgaragen hast, wo dann ein bisschen was für Auto angeboten wird. Hier diese Reifenwechselgeschichten, dann hast du ein paar Hebebühnen da, dann hast du mal vielleicht irgendeinen Elektronikladen, aber alles halt sehr, sehr alt, sehr, sehr heruntergekommen. Weiß nicht, ob wir hier vielleicht so ein Bild mal finden. Ras Al Khaimah, machen wir einfach mal. Guck mal, bei Google Maps gucken. Ja, es ist schon relativ schön, aber das meine ich, an der Wasserseite sieht das halt sehr, sehr schön aus, aber es ist halt deutlich konservativer noch. Ne? Also so, jetzt auf Bildern, klar, sehen wir halt nur die schönen Seiten. Du hast hier schönes Gebirge auch, aber es sind sehr, sehr alte Gebäude, kaputte Gebäude, die man quasi so sieht. Ich weiß nicht, ob man es hier vielleicht erkennt. Ja, ne? Du siehst halt, das ist alles noch immer dieser Steinbau, dieser Sandstein. Und es ist halt noch nicht sehr, sehr krass ausgebaut, aber durch dieses Casino, was entsprechend da gebaut wird, das ist das erste Casino, was in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut wird, natürlich ein großer Punkt, viele Investoren dahin zu locken, und das ist auch teilweise schon geschehen. Ich kenne selber Menschen, die dort investiert haben, weil die jetzt dachten, oh, wenn jetzt quasi dann auch noch das Glücksspielparadies dahin kommt, da werden bestimmt Leute dahin fliegen und bestimmt auch für einige Einheimische hier aus der arabischen Kultur bestimmt auch spannend, weil sowas jetzt halt zugänglich gemacht wird. Und wir können das aus zwei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln sehen, meiner Meinung nach. Zum einen ist das Ganze geil, weil Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate, immer sehr, sehr streng, als sehr, sehr engstirnig gelten, sehr, sehr konservativ, ja, was diese ganze Entwicklung angeht, teilweise halt auch noch so sehr, wenn ich es mal nennen darf, mittelalterliche Züge und Charakterzüge bekommt. Auf der anderen Seite verkauft sich natürlich auch die Kultur hier ein bisschen an den Westen. Und das Ganze muss man halt so ein bisschen abwiegen, wie man es nimmt. Weil ich sage dir ganz ehrlich, als ich das erste Mal in Dubai hier war, vor knapp 7 Jahren, da war hier noch zu Ramadan, da ging hier gar nichts. Ja, da war wirklich so, da waren die Lädenfronten waren noch abgeschirmt, du durftest wirklich draußen nicht essen, nicht trinken. Du hast kaum Menschen draußen gesehen, außer halt entsprechend dann, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber mittlerweile merkst du das gar nicht mehr. Mittlerweile weißt du gar nicht mehr, ob Ramadan ist oder nicht, nur vom draußen herumlaufen. Und als strenggläubige Person, als Person, die darauf sehr viel Wert legt, kann ich mir schon extrem gut vorstellen, dass das hart einschränkend ist, beziehungsweise, dass man schon so ein bisschen das Gefühl hat, wir verlieren hier unser eigenes Land, mehr oder weniger unsere eigene Kultur, für Menschen, die hier hinkommen und ein bisschen mehr Komfort haben wollen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, wer floriert in Dubai? Wer macht die Vereinigten Arabischen Emirate so groß? Und das sind natürlich 90% Expats, die halt das ganze Geld aus aller Welt mitbringen. Deswegen, Dubai hat natürlich auch irgendwo, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie auch jedes andere Land, wahrscheinlich auch das Bedürfnis, sage ich mal, der finanziellen Weiterentwicklung, damit das Ganze halt auch größer und besser gestaltet werden kann. Und natürlich musst du da natürlich auch ein bisschen wirtschaften. Und deswegen macht das Sinn, sich gegebenenfalls Pforten zu öffnen, um sich diese Möglichkeit offenstehen zu lassen. Und daher finde ich persönlich, für mich als westlich privilegierten Menschen, der nach Dubai ausgewandert ist, für mich ist das natürlich krass, dass ich keine Einschränkungen mehr habe zu Ramadan. Für mich ist das auch krass, dass beispielsweise jetzt halt auch ich ins Casino gehen darf. Ich bin jetzt nicht süchtig, und hoffentlich nicht, aber ich finde sowas immer mal ganz cool. Ich poke auch ganz gerne und sowas, und du hast hier natürlich auch die Möglichkeiten, wenn du das irgendwo in irgendeiner Hinterhofgarage machst oder bei irgendwem zu Hause und. Aber es ist halt hier in der Regel verboten. Und es ist verboten noch, und deswegen hast du auch einfach die Berührungspunkte damit nicht. Weswegen ich halt zum Beispiel solche Geschichten komplett einfach auch gar nicht mehr, seitdem ich hier lebe, irgendwie damit in Berührung gekommen bin.
Und man muss halt natürlich auch ganz klar sagen, dass durch diese Regularien, beispielsweise auch der Alkoholkonsum auf offener Straße, der ist immer noch verboten und der war natürlich auch noch deutlich strikter nachverfolgt. Mittlerweile hat sich das auch extrem krass gelegt oder auch die Kleidungspolitik. Viele denken immer noch, dass man hier immer kniebedeckt rumlaufen muss und. Und ich sag dir, Dubai wäre nicht die Metropole, wenn nicht auch hier quasi dieser Charakter der Mode und Freizügigkeit hier mittlerweile sehr zelebriert wird. Du solltest immer noch nicht in Bikini oder in Boxershort oder ich sag mal in Schwimmhosen, oberkörperfrei, irgendwo jetzt am Burj Khalifa langlaufen. Was ich persönlich aber auch sehr, sehr gut finde, dass es nicht diese Art von Freiheit gibt, weil immer noch ein gewisser Standard, immer noch eine gewisse Kontenance so quasi beibehalten wird und du dadurch auch einfach viel selektierst. Auf der anderen Seite ist es schon lange nicht mehr so konservativ eingeschränkt, wie es vielleicht mal vor ein paar Jahren war. Und ich habe jetzt nur einen Erfahrungsschatz von 7 Jahren und einige sprechen halt hier von 20, 30, 40 Jahren. Aber ich kann schon sagen, Dubai öffnet sich viel, viel mehr dem Westen. Dubai wird viel, viel westlicher, wobei es in vielen Punkten trotzdem noch seine Kultur beibehält. Und das finde ich halt wichtig auch, weil du kannst hierhin auswandern, weil du Saus und Braus haben willst, weil du Steuern sparen möchtest und. Und trotzdem hat Dubai eine Kultur. Und viele Menschen, die Dubai nicht mögen, oder vor allem, das sind die meisten Menschen wahrscheinlich mit Dubai nichts zu tun haben, die werden das immer anprangern und sagen, Dubai hat keine Kultur. Das ist absoluter Quatsch. So nur weil die Kultur hier nicht auf irgendwelche Kreuzzüge und auf irgendwelche mittelalterlichen Kriege zurückgreift, wie es teilweise Deutschland ist oder, keine Ahnung, durch Otto Hahn oder was für Geschichten wir auch immer haben, oder Heinrich Heine, der Düsseldorf gekürt hat, so Geschichten, heißt das nicht, dass hier keine Kultur herrscht, weil ich meine, allein schon die arabische Kultur ist natürlich, vor allem auch in der Glaubensrichtung, hat halt seine Ursprünge. Und da sehen wir auch hier das alte Hafenviertel, die ganzen wirtschaftlichen Beziehungen, Dubai auch als wichtiger Schnittpunkt für Schiffverkehr, hat seine Kultur, Punkt. Und es ist halt, wie gesagt, eine andere Kultur. Es ist vielleicht das, was wir aus Europa nicht kennen. Aber nichtsdestotrotz merkst du, wenn du hier hinkommst, dass hier ein anderer Wind weht. Und ich persönlich finde es halt auch ganz cool, auf diese arabische Mentalität einzugehen, ohne selber konvertiert zu sein oder ohne zu sehr damit in Verbindung zu kommen. Aber ich persönlich finde es halt gar nicht schlecht, dass hier diese gewisse Grundhärte immer noch vorhanden ist, aber halt sehr, sehr westlich angepasst. Was meine ich damit? Viele Leute denken immer noch, als Frau in Dubai darfst du kein Auto fahren. Absoluter Quatsch. So, selbst in Saudi-Arabien, was deutlich konservativer ist, natürlich darfst du das mittlerweile. So, dass das mal anders war. Ich will hier nicht über Glaubensrichtungen sprechen, weil da kommen wir auf Höchstchen, auf Stöckchen. Ja? Und da gibt es sehr, sehr viel zu reden, aber da bin ich vielleicht auch nicht qualifiziert für. Aber weil ich halt sage, ist trotzdem, du hast hier mittlerweile in Dubai einen sehr, sehr großen Spielraum. Was bedeutet, du kannst hier mit Alkohol auf der Straße rumlaufen und du wirst nicht sofort in den Knast geschickt. Ja, aber wenn du halt Sachen machst wie, keine Ahnung, dich komplett besaufen, irgendwelche Leute anpöbeln, dann ist die Grenze und die Härte hier deutlich höher als in Deutschland. Aber dafür haben wir hier halt auch deutlich weniger Kriminalität, deutlich weniger Vandalismus und. Das heißt, du zahlst immer einen Preis. Aber ich persönlich fühle mich hier sehr, sehr frei, viel, viel freier, weil ich in Deutschland das Gefühl hatte, dass eine gewisse Willkür herrscht, zum Beispiel auch für, sagen wir jetzt einfach mal die Polizei. Die Polizei, ich habe großen Respekt vor allem, was sie aktuell in Deutschland aushalten muss, wenn ich so vorsichtig formulieren darf. Aber trotzdem hatte ich teilweise schon das Gefühl, dass man keinen Polizisten in die Augen schauen darf. Und vor allem im Straßenverkehr nicht, weil die Gefahr besteht, dass man irgendwie mal rangezogen wird und einfach, keine Ahnung, man Verwarngeld zahlt. Sowas existiert hier nicht. Ja, und da muss man mir auch nicht kommen mit, ja, aber Rassismus und die Personengruppen werden angehalten. Ich habe noch nie davon gehört und ich habe es auch erst recht nicht mitbekommen. Ja, aber es ist natürlich trotzdem so, dass Dubai sich wahrscheinlich wirtschaftlich gesehen öffnen muss, aber durch so eine Glücksspiellizenz, vor allem jetzt hier sehen wir, MGM Resorts has applied for UAE Casino License und zwar in Abu Dhabi, holt man sich natürlich auch eine bestimmte Personengruppe hierher. Das heißt, wenn die Alkoholregeln gelockert werden, wenn die Glücksspielregeln gelockert werden, dann ziehst du Menschen an, die vielleicht dadurch halt auch den Hang haben, sich eher damit so auszulassen und vielleicht auch damit ihre Zukunftsperspektiven vielleicht ein bisschen erschweren können. Und ich sag mal, geh einfach mal in Deutschland vor das Casino,
in Duisburg das Casino an sich sehr, sehr schön, sehr, sehr hochwertig. Trotzdem kannst du mir ja nicht erzählen, dass das nicht auch ein Grund ist, warum sich viele Menschen halt einfach wirklich ins Aus bewegen und dann halt, ne, Alkohol, Drogen, Glücksspiel und sowas. Das ist für mich persönlich immer so eine Bubble, die natürlich ihre eigene Dynamiken hat, ihre eigenen Disziplinen hat, wenn man es so sagen darf, aber trotzdem halt irgendwo dieses Verruchte, dieses mach's besser nicht, weißt du, mach's, und wenn du es machst, mach's nicht exzessiv, sondern immer nur ein bisschen just for fun, aber kenn deine Grenzen. Und damit öffnet man natürlich auch viele, viele Tore für Menschen und Personengruppen, die für sowas anfällig sind, die hier deutlich erschwert bekommen haben, mit sowas quasi in Berührung zu kommen. Und vor allem beispielsweise auch Drogen. Ich bin absoluter Feind von Drogen. Ich finde auch die THC-Legalisierung in Deutschland hochproblematisch. Das hat medizinische Gründe, das hat für mich persönlich aber auch energetische, mentale Gründe. Viele können sagen, ja, aber gesund. Und hier ist ja auch teilweise eine Behandlung gegen Parkinson und. Ich persönlich, das ist meine Meinung zu diesem Zeitpunkt jetzt, bin strikt dagegen für diese ganze Lockerung und für dieses 0,5% Promille am Steuer erlaubt, bla bla bla. Ich finde es grausam. Und deswegen betrachte ich diese Lockerungen hier halt entsprechend auch erstmal als kritisch. Wobei sich einfach ausspielen muss, inwiefern dann vor allem auch so die Judikative, die Exekutive und die Legislative hier in Dubai oder vor allem in den UAE damit entsprechend anpasst. Weil wenn sie sich wenig anpassen, das Ganze in einem ausgelassenen Rahmen trotzdem strikt zugreift, sehe ich ja eigentlich nicht viel Gefahr, dass Dubai aus dem Ruder gerät. Wenn aber natürlich auch das Ganze gelockert wird und nicht mehr diese Härte, nicht mehr diese Disziplin oder dieses Durchgreifen so stark stattfindet, wie es vielleicht in der Vergangenheit vor allem auch publiziert und kommuniziert wurde, dann kann natürlich hier viel, viel schneller mal über die Stränge geschlagen werden. Und ich sage dir mal ganz ehrlich, hier, um zum Beispiel den Verkehr zu stoppen aufgrund eines Unfalls oder aufgrund irgendeines Vorfalls, da brauchst du meistens einen Polizisten und ein Polizeiauto. In Deutschland wirst du ja teilweise gar nicht ernst genommen als Polizist, was dramatisch ist, weil es, ja, nicht jeder, nicht immer alles ist super, aber ich sag mal so, im Prinzip, die Polizei versucht ja schon so mehr oder weniger für Recht und Ordnung zu sorgen, die werden ja gar nicht mehr ernst genommen, die werden bespuckt, die werden beworfen, die werden verprügelt, du hast ja gar keinen Respekt mehr, die haben gar keine Autorität mehr in Deutschland. Und ich persönlich finde es schon irgendwo sinnvoll, dass Menschen eine gewisse Autorität haben, die dann halt in einem etwas selbstloseren Zustand agieren sollten für das Gemeinwohl. Und ich glaube, dass viele Menschen das in sich tragen. Ich glaube, dass viele Menschen, vor allem die auch sagen wollen, so, komm, ich will Polizist werden. Ich glaube nicht, dass es immer dieses ist, ich will für Recht und Ordnung sorgen. Ich glaube, für viele ist es auch einfach so eine Challenge, eine Herausforderung. Das stellt man sich ganz cool vor. Vor allem auch, weil es eine höher anerkannte Berufsform war, zumindest. Als ich noch studiert habe, haben viele ein duales Studium bei der Polizei gemacht, bei der Bundespolizei zum Beispiel. Aber ich glaube trotzdem, dass die meisten Menschen halt nichts Böses im Schilde führen. Die meisten Menschen sind nicht böse geboren. Sie werden halt einfach nur böse gemacht, mehr oder weniger. Ne? Und deswegen glaube ich halt so dieses Natürliche von wegen, ey, ich versuche den aus dem Verkehr zu ziehen, weil er wie ein Bastard fährt. Sorry für meine Ausdrucksweise. Aber weil er andere Menschen gefährdet. Das machen einige Menschen einfach wirklich zum Gemeinwohl. Und wenn die halt nicht mehr ernst genommen werden, weil sie keine Autorität mehr haben, ist das Ganze sehr, sehr schwer. Also wir haben schon, dass sich hier die Vereinigten Arabischen Emirate auch dem Westen stark anpassen. Müssen sie vielleicht auch, weil entsprechend der Geldfluss hier in die Arabischen Emirate das Spannende ist und die Wirtschaftlichkeit des Landes dann halt auch sichert. Auf der anderen Seite muss man halt mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt, weil du damit, wie gesagt, halt auch die Pforten öffnest für Personen, Personengruppen, die vielleicht eine etwas andere Dynamik dadurch im Leben dann auch anpassen können. Wie ist deine Meinung? Also was denkst du über die Casino-Eröffnung? Das hier steht, wie gesagt, schon fest. Das geht jetzt langsam aber sicher auch in die Finalisierungsphase. Ich glaube, genau, warum in Ras Al Khaimah? So, genau, dann war es hier General Commercial Gaming Regulatory Authority. So, set up at the end of 2023. Ground Rules for Responsible Gaming. Alles klar. Despite Plans und so weiter. Dubai Island sollte erst dahin kommen. Und dann wurde das 2017 announced. Und ja, an der Küste hier von Umm Sakeem. So, what will the first casino look like? Ja, natürlich ist halt sehr, sehr krass. Und when will it open? 2027. Das heißt noch gute 3 Jahre. Bis dahin kann natürlich noch viel passieren. Ich denke natürlich auch, dass dadurch eine Glücksspielsteuer eingeführt wird, weil sie werden das bestimmt nicht einfach nur so machen. Wahrscheinlich wird eine Steuer eingeführt oder es wird eine, du brauchst wie viel Alkohol, dass du Alkohol besitzt quasi als Privatmensch, brauchst du eine Lizenz und dann kaufst du dir zum Beispiel eine Glücksspiellizenz für
80 Euro einmalig und die ist dann entweder ein Jahr gültig oder für immer gültig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die UAE dadurch Einnahmen generiert. Die sind, was das angeht, schon smart, weil sie halt eine Lösung finden, die nutzbar ist. Ja, ich könnte mir eine Alkohollizenz holen und Alkohol hier halten. Mache ich aber nicht, weil ich strikt gegen Alkohol bin. Aber ich glaube, das wird schon eine vernünftige Lösung halt auch haben, dass der Staat davon profitiert. Ich bin aber mal gespannt, wie sich die Dynamik entwickelt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das trotzdem eher positiver als negativer betrachten. Weil für mich persönlich als jemand, der sich sehr wohl in Dubai fühlt, der auch sehr, sehr dankbar ist für all die Möglichkeiten, finde es natürlich auch geil, wenn immer mehr Menschen hier auf den Geschmack kommen, so in dem Sinne, weil ich dann halt weiß, hier wird alles vernünftig und gut laufen. Vor allem pro Einwohner, also für den Einwohner, ne? Nicht kontra Einwohner, dass alles gegen die Lebensqualität hier gefordert wird. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn immer mehr Personengruppen hier Zugang finden und man halt sagt, okay, man muss jetzt nicht mehr nach Las Vegas, sondern man geht in ein super Paradies hier nach Ras Al Khaimah oder wo auch immer. Finde ich natürlich auch ganz geil. So, ist ja auch ganz cool, ist eine Erfahrung, ist eine Möglichkeit, dies und das, das ist halt auch, kann auch ganz geil sein. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass die UAE, vor allem halt die Ruler, die was zu sagen haben, die halt auch schon in der Vergangenheit sich sehr dem Westen geöffnet haben und trotzdem für Recht und Ordnung in einem guten, soliden Ausmaß gesorgt haben, dass das Ganze hier auch dann dabei bleibt und sich nicht super stark verändert. Lass mich mal unbedingt wissen, was du davon hältst und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.